Und damit wären wir zurück. Das sollte jetzt sowieso nicht lange dauern. Ja, komm, gibt's eins mit dem Surfboard. Passt schon. Ich hätte dem Ding ja lieber eins mit dem Paddel gegeben, aber hey. Wäre echt witzig gewesen. Aber hey, die nächste Mainquest hat glücklicherweise. Hat mich einfach nach oben verschossen. Die nächste Mainquest hat glücklicherweise nur zwei Parts. Halleluja. Oh lol. Da kommen nicht mehr viele Mainquests. Das sind mal, einmal kommt noch ein einer mit drei Parts und dann sind es zwei und ein Parts noch. Das geht, das ist nicht so geil, muss ich sagen. Aber was will man machen? Vor allem, wenn die Bossgegner hier irgendwas bei 177 HP haben. Nur! Oh Mann, das skippen wir mal. Da müssen viel Gesänge im Hintergrund. Wieso zum Fick dieser schwarze Rand? Ist das ein Spielfilm oder was? Den Kerl geschissen. Passt schon. So, der Bossgegner hat. Oh, da ist schon Story Quest 5, ja? Nee, Quatsch, ist es nicht. Story Quest 4. Ah, der hat nur 100.000 HP. Das ist ja quasi nix. Ist halt echt quasi nix. Oh lol. Also ich habe mit einem großen Bären, mit einem großen Eber gerechnet. Nicht mit dem Zwerg. Gut, wer nicht hören will, muss fühlen. Oder in dem Fall brennen. So, bin kurzer Spaß. Gut, gut, gut. Warum hier waren es wieder kühler draußen wird. Ja, tötet den Ebel. Ich will irgendwie mal Bär sagen, Alter.
Könnte vielleicht daran liegen, dass da Bohr steht. Was logischerweise Keiler oder Eber heißt, aber ist halt nur ein Buchstabenunterschied zu einem Bären. Das kann halt schon mal passieren. Du musst nur einen Strich ab einem bestimmten Punkt weiter einlegen, da hast du einen Bär draus gemacht. Oder ein Bier, je nachdem, wie man es jetzt schreibt. Bin gerade echt nicht sicher. Wobei Bier schreibt sich, glaube ich, mit Doppel-E, oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Das sind keine Wörter, die ich öfters im Englischen benutze. Skatasch die Schweineflüsterin. Ja, kann man mal machen. Flüstererin? Flüsterin? Nee, bin mir nicht sicher. Was passt da wohl mehr? Ich finde ja geil, wie die Summer-Charaktere stellenweise einfach komplett alltägliche Dinge im Sommer-Event, wenn du so willst, nehmen und sich damit alles gleich verprügeln. Hier, Altria beispielsweise, die schießt dich mit einer Wasserpistole tot. Kann man einmal machen. Oder bei Marie hier, tot durch Beachball. Hat auch was. Gut, Skatasch bleibt immer bei ihrem Speer. Leider. Oder bei der Vielzahl davon, das macht halt keinen Unterschied. Herr Mordel verprügelt dich mit dem Surfboard. Tamamo verprügelt dich mit einem Sonnensturm. Kann man ja machen, ich bin nicht hier, um zu urteilen. So, das nehme ich noch mit. Und mit Glück habe ich. Na, ich sollte nicht genug Materialien für die nächste haben, aber mit Glück habe ich. Sehe ich dann ja gleich. Ist immer so, ich kann Mordels Punkt verstehen. Irgendwo. Aber es sieht halt scheiße aus. Ah, was für ein Pech. Ich bin einer Quest quasi von der Railroad entfernt. Gut, dann mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein und bis dann. So, da wären wir jetzt zurück mit FGO. Sommer-Event, natürlich. Alter. Und ja, wie man vielleicht erkennen kann, habe ich den ganzen Spaß mir schon gefarmt. Man da vielleicht ganz gut sieht. An den Materialien und so. Und ja, was wollte ich denn jetzt hier? Fällt mir ein. Ich muss ja noch gucken, ich wollte ja die Folge quasi. Ja, die andere Folge wollte ich ja quasi hier noch rankarten. Oder umgekehrt diese Folge an die andere rankarten. Okay, das heißt dann so etwa 6-7 Minuten Folge. Also Part in der Folge hier. Und was denn wollte ich hier? Das und dann 120 eigentlich, ne? Ne, kann nicht sein. Ach doch, da. Ja, ich habe mich tatsächlich entschieden, in dem Fall die Railroad zu nehmen. Fand ich jetzt im Nachhinein auch ganz witzig, aber
Nun ja. Im Übrigen ist es immer noch scheiße heiß, dass ich hier quasi wegfließe. Auf dem Sessel. Stuhl. Drehstuhl. Naja, was gibt Schöneres? Als Eis in der Cola. Oh, ist das kalt. Ist das schön. Apropos, ich hab letztens noch ein Single-Pool gemacht, da habe ich das Pärchen hier gezogen, tatsächlich. Einfach mal komplett random aus einem Single. Ja, why not, ne? Kann man machen. Das ist immer so ein Mordel, tue ich doch gern gefallen, dann soll die aber auch gefälligst mal bei der Beschwörung vorbeischauen. Meh, egal welche Version. Wenn es die endlich mal geben würde, würde ich auch eine Mordel Alter nehmen. Hätte ich auch kein Problem mit. Ich glaube, jetzt 4 Sterne oder 5. Zugegeben. Das Eck hätte man auch zu Fuß gehen können, da hätte man weder Straßen noch irgendwas anderes für gebraucht. Aber hey, wer bin ich um... Oh, nice. Wer bin ich um zu richten? So, die zweite. Jetzt brauchen wir ein Aquädukt. Wenn ich meine Wasserreserven so anschaue, habe ich mich da für das Holzaquädukt entschieden, weil... Baum? Das passt sogar. Wenn ich da nochmal Eisen hätte nehmen können, aber naja, ich habe eben 90 Eisen verbraten. Das heißt, könnte sein, dass ich das sogar noch mache. Da muss ich jetzt 50 Eisen über dem Rest sein. Das heißt, ich müsste jetzt noch 370 Eisen über haben. Dann könnte ich auch locker das Eisenaquädukt nehmen. So halt null Unterschied machen. Eisen ist relativ easy gefarmt. Ist vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn ich da schon so viele Charaktere für habe. Hochgelevelt. Kumpel hat mich doch tatsächlich letztens gefragt, ob ich seinen Account mache. Also seinen Account. Bei seinem Account das Event mitmache. Weil er scheinbar dafür zu faul ist. Ja, für 60 Euro habe ich überlegt. Kann man machen. Das war sein Angebot. Habe ich reingeguckt. Habe die Teams erstellt. So. Er levelt nur seine Mains. Was erstmal schon kacke ist. 370? Und. Nein, leider kriege ich das nicht hin. Muss ich das nehmen? Ja. Sagen wir so. Das Team, womit ich Eisen farmen hätte, mit Steine hätte farmen müssen, bestand nur aus Level 1 Charakteren. Und nun mit dem Support-Charakter schaffst du es im Normalfall nicht, zumal ich nicht auf seine Sane Quads und auf seine Command Spells ordentlich Zugriff habe. Was das Ganze kacke macht. Da habe ich so überlegt, ne, der ist mir keine 60 Tacken wert. Dafür sind mir meine Nerven zu wertvoll. Mal ehrlich. Ich bin eigentlich keiner, der sowas direkt ausschlägt, haben wir ja auch gesehen, ich habe mir auch angeschaut, aber ich darf weder was leveln, noch darf ich sammeln für die Crafting Essenz, die es noch hätten leichter gemacht, noch darf ich irgendwas anderes machen, das ist halt ein bisschen bitter. Kann ich tatsächlich nachvollziehen, aber dann sollte er wenigstens mal Charaktere leveln, die vielleicht irgendwo nützlich sein könnten. Soll es vielleicht auch mal machen. Wir sind davon, dass ich locker irgendwas bei 20, 30 Charaktere habe, die zumindest ansatzweise gelevelt sind. Die zumindest Level 30 sind. Was ja nun wirklich nicht so schwer ist. Aber, ja gut. Wenn er die Kerl nicht will. Ich meine, der kriegt ja nicht mal gebacken, einfach mal in die Abo-Box reinzuschauen bei sich. Nö, der schaut immer bloß die Videos an, die für ihn empfohlen sind, beziehungsweise auf die Startseite. Was ziemlich dumm ist bei YouTube, weil das ist bloß das, was YouTube dich sehen lassen will. Und auch bloß das, was du schon mal angeguckt hast.
Das heißt, da wirst du nie Leute drauf sehen, und die du nur abonniert hast, um ja erstmal Abo da zu lassen und dann später reinzuschauen, weil die Videos werden dir halt nicht angezeigt. Wenn ich mich jetzt tierisch drüber aufregen. So wie früher der gerade getriggert war. Sag ich fast ganz normal raus. So, bei der letzten haben wir die Holzbrücke, weil eine Steinbrücke und eine Seilbahn irgendwie scheiße aussieht. Na, vielleicht mache ich mir später noch den Spaß und nehme dann jedes Mal die Eisenvarianten. Wenn ich genug über habe. Könnte ich theoretisch machen. Ups. So. Ups, ich mache mal kurz einen Cut. Wir sehen uns morgen wieder. Hauen Sie rein, bis dann.